Herzlich grüße ich euch an diesem Morgen, dem 4. August. Dienstag ist es, zu unserem kleinen Go for Peace Impuls. Ich freue mich, dass wir wieder gemeinsam in den Tag hinein starten können. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und die Situation ist im heutigen Tagesevangelium im 15. Kapitel von Matthäus. Pharisäer kommen auf ihn zu und beschweren sich, weil sich seine Jünger nicht vor dem Essen rituell die Hände waschen. Und dann reagiert Jesus und sagt: Hört und begreift nicht das, was durch den Mund in den Menschen hineinkommt, macht ihn unrein, sondern was aus dem Mund des Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Darüber sind die Pharisäer natürlich richtig sauer und das melden die Freunde Jesu ihm auch zurück. Aber Jesus ist es total wichtig, dass wir begreifen, welche Verantwortung wir für unser eigenes Herz tragen. Denn was sich dort abspielt, das kommt dann ganz schnell nach außen und das kann dann entweder heilend und friedenstiftend sein oder aber auch ganz schnell zerstörend. Wir wissen ja, was ein zu schnell ausgesprochenes Wort an Zerstörungskraft hat, aber eben auch an Heilungskraft hat. Also, es gilt immer auf unser Herz zu achten. Als Kind habe ich immer gerne so einen Stein in den Teich nicht weit von unserem Haus entfernt geworfen und habe dann immer lange gewartet, bis die Wellen, die dieser Stein schlug, wieder zur Ruhe kamen. Das hat richtig Zeit gebraucht. Und im Camp neulich war ich mit einer jungen Albanerin unterwegs. Wir suchten ein Zimmer für sie. Und auf dem Weg dahin haben wir über unsere Seele gesprochen und wie wir wahrnehmen können, was in der Seele los ist und wie sie wieder ruhig werden kann. Irgendwie war das Gespräch ganz schön herausfordernd. Und am Ende erzählte diese junge Frau: Gestern Abend, da war ich so richtig sauer auf mich selber, da hatte sie nämlich ihren Schlüssel vergessen und kam in das Haus ihrer Gastfamilie nicht mehr rein und musste ganz lange warten, bis die nach Hause kamen. Da war ich richtig sauer, sagte sie. Und auf einmal verstand sie, dass das ein Gefühl war in ihrem Herzen, was sie steuerte. Und weil sie ganz lange dort aushalten musste, spürte sie auf einmal wieder, wie wieder Frieden in ihre Seele hineinkam. Also, wir haben echt eine Verantwortung für unser Herz, für dieses tiefste Innere in uns, dass da immer Friede sein kann. Denn wenn in uns Friede ist, dann können wir diesen Frieden auch weiterbringen. Von daher ist das Motto für den heutigen Tag: Gib deiner Seele Raum. Give space to your heart. Gib deiner Seele Raum. Ich wünsche euch friedvolle Erfahrungen für eure Seele, wenn ihr ihr Raum gebt.